Alter, das ist gar nicht so einfach. Los, komm. Ich will ja ein paar verpassen, bleib da. Ja, zu f... Oh, hier ist noch eine Berührung, das war's dann schon wieder. Ja. Okay. Drei Treffen, dreimal muss ich ihn treffen. Ja, fast. Ja. Ob ich das schaffe, ich weiß nicht, aber... Oh, das müsste eigentlich ein Treffer gewesen sein. Jetzt ist er wieder abgehauen, jetzt kommt er wahrscheinlich da oben wieder raus. Achso, ich kann ja oben auch die Steine einsammeln. Und ich glaube, die sind dann auch wieder dafür da. Genau. Dass ich wieder an den Berührungen mehr ab kann. Jo. Sammel einer. So, jetzt müssen wir ihn noch einmal treffen und was das. Was komm, seil dich ab hier. Oh, das ist ja scheiße. Das war echt übel mit den Steinen. So. Jetzt kommt er an. Jo, wir haben es geschafft. Das hätte ich ja nicht gedacht. Also geil gemacht, muss ich sagen. Die Idee ist auf jeden Fall genial. So, 2-1. Bin mal gespannt. Nur geile Landschaften. Ja, das war ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Also bei der bösen Gianna sieht die Landschaft auf jeden Fall geiler aus. Fröhlicher, nicht so depressiv. Komisch. Oh, was mache ich denn da? Ich verwechsel immer wieder diese eine Taste. Rüber. Sehr gut. Gar nicht so einfach. So, hier können wir drauf fallen. Alter. Was war das denn? Was war das denn für ein Reflex und ein Glück? Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Man entwickelt hier Reflexe, die kennt man von sich selber gar nicht. Oh, ich glaube hier. War ein bisschen vorsichtiger hier.
Das war ja wieder typisch. Hier müssen wir wieder wechseln. Sehr gut. Jo. Das ging jetzt aber hier flink zur Sache. Scheiße. Da hätte ich nur wechseln, tauschen müssen. Jo, wo ist denn das hin? Da. Hat wohl eine kleine Pause gemacht. Oh Mann. Ist nicht einfach. Aber von der Idee her ganz gut. Krass, dass das Boot erst spawnt. Finde ich auch interessant. So. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Hier können wir durch. Oh nein, ey. Wir haben es aber fast geschafft. Also das kriegen wir jetzt hin. So. Also wir fangen an mit der roten. Das ist auf jeden Fall richtig. Dann mit der bösen Gianna. So. Sind wir hier ganz geschickt und rennen hier rüber. Hier gehen wir durch. Hier tauschen wir. Hier tauschen wir. Hier tauschen wir. Hier gehen wir nach rechts. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, warum er da eben hängen geblieben ist. Ich dachte, das wäre soweit in Ordnung. Naja. Wir müssen nicht alles verstehen. So. Hier jetzt rüber, tauschen, tauschen, tauschen. Jo. Prima. So. Das ist immer so, wenn man einen Checkpoint erstmal erreicht hat, ist es ja nicht so schlimm. Dann kann man ja sich in neue Gefilde begeben. Aber wenn man das nicht schafft bis zum Checkpoint, ist immer Mist. Ja, und wieder. Wie geil ist das denn? Sind wir schon bei Level 2.2? Schloss Altbruch. Oh, das ist die Hauptmelodie von Gianna Sisters, ey. Die ist so genial. So von dem alten auch, ne? Aus den 80ern. Jetzt überhaupt lang. So, nach oben können wir hier, also von hier unten geht es nur nach hier. Oder warte mal, wir tauschen hier noch mal. Ah, okay. Nee, doch nicht. So. Er zeigt, man kann. Ich krieg diesen Bogen irgendwie nicht hin. Da wird ja angezeigt, ich soll nach rechts springen und danach oben klettern.
Ah, das kannte ich doch gar nicht. Alter. Das ist ja ein Ding. Ohne Scheiß. Das wusste ich wirklich noch nicht. Ich wusste nicht, dass man so springen kann. Das erleichtert natürlich wieder einiges. Also im Endeffekt, umso schwieriger es wird, umso mehr Fähigkeiten kann sie aber auch. Ja, hier finde ich ganz gut, dass sie hier so schweben kann. Das würde man mit der roten gar nicht schaffen. Ja, super. Ist auch mal geil. So, jetzt können wir hier nämlich genau so hochklettern. Das sieht ja mal geil aus. So, weiter. Da ist schon wieder so ein verrückter Ritter. Sprungfeder. So. Ja. Ich glaube, das macht Sinn, hochzuspringen. Genau, und dann mit ihr hier so lang zu schweben. Hier hoch. Sehr gut. Mensch, endlich hat sie mal was mit Büchern zu tun. Ja, übel. Nee. So doch nicht. Los, komm. Zack. Und zack. Ja, sogar mehrere überspringen. So. Müssen wir mal schauen. Okay, prima. Das hat ja ganz gut geklappt. Die Frage, ob wir... Ah, wir müssen das hier rechts so... Komm, hoch. Naja, so nicht, aber... Das passt schon so einigermaßen. Eine Idee, ja. Ah, super. Und jetzt? Okay. Nee, oh Mann. Wir waren doch so gut.
Ist auch noch eine crazy Situation da, sag ich mal, in dem Level. Jetzt hier. Ja. Da hatten wir vorhin besseres Timing, deswegen ärgere ich mich ja jetzt so. Ich glaube, wenn die... Genau, ich glaube, so ist das ganz gut. Oh ne. Wie funktioniert das denn da unten? Ah, so. Die haben aber auch Ideen hier. So richtig geil gemacht. Oh, scheiße. Okay, wir müssen es erstmal nach links fahren lassen. So, und jetzt kommt es zurück. Und jetzt können wir tauschen. Warum ich denn jetzt? Achso. So, nochmal. So, jetzt können wir tauschen. Jetzt fahren wir wieder hoch. Und jetzt wieder runter. Genau. Jetzt müssen wir mal switchen. Zwischen auf, zu, auf, zu. Oh Mensch, ich muss da runterspringen. Dass ich das nicht raffe. So, jetzt wieder. Genau. Ist immer so eine reine Konzentrationssache. Ja, man verlernt das hier eigentlich nicht. Sondern man ist einfach ungeduldig und hat keine Lust zu warten. Das Timing passt nicht. So. Ja, okay, das ist natürlich dann auch der Vorteil, wenn man nicht oft sterben kann. Oder eigentlich gar nicht. Aber es ist ganz gut, dass man die Level immer wiederholen kann. Ja. Boah, das war aber richtig übel. Oh nein, das ist nicht, dass ich da scheitere. Das gibt's doch nicht. So, komm. Das werden wir ja wohl weiter packen. Ah, dafür werden wir auch ordentlich belohnt. Ach, da hätten wir warten müssen. Das ist natürlich so eine Sache für sich. Mann, wieder keine Geduld. Hey. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier gescheitert sind. Ach genau. Wir müssen jetzt warten, bis hier jetzt was angefahren kommt. Von der Logik her würde ich sogar sagen, dass wir hinterher nochmal umschalten. Oder? Nee. Also den Move beherrschen ja beide übrigens. So. Ey, das ist echt eine miese Stelle. Aber die ist nicht ohne. Jetzt runter.
Das heißt, wir brauchen nicht wechseln und warten. So, die sind mir aber lieber. Aber das ist echt. Oh Mann, ey. Eine Berührung, ey. Das gibt's doch nicht. Ja, komm. Das war jetzt hier nochmal ein Frustsprung. Noch einer, komm. So, jetzt aber wieder Konzentration. Oh Mann. So, jetzt aber. Jetzt springen wir an den Büchern wieder hoch. Warten und hoffen, dass wir es vom Timing her jetzt besser hinkriegen. Ja! Super! Oh, das war aber ein Krampf. Ja, geschafft. Was jetzt noch fehlt? Ist, ich wollte gerade sagen, was jetzt noch fehlt, ist ein Checkpoint. Aber wir haben jetzt einen. Oh Mann. Eine Berührung ist echt übel. So. Ja, ich glaube, so haben wir es eleganter gelöst. Ja, wieder gepackt. Wow. Heftig, heftig. So, 2-3. Da bin ich ja mal gespannt. Jetzt geht's nämlich bestimmt richtig ab. Ah. Hier kann man mehrere Schlüssel einsammeln und dann gehen die Kisten nach und nach auf. Sehr gut gemacht. Oh, der Scheißgeist. Es ist ja schön, dass die Pfeile immer nach oben zeigen. Aber manchmal glaubt man nicht, dass man es noch schafft. Oh, echt übel. Also ich war schon sehr flink. Ja, okay, hier nicht, aber... Tja. So, wo ist jetzt der Unterschied? Ich weiß auch noch nicht, welche mir lieber sind.
Ja. Auch nicht schön. Bei dir eigentlich schieben? Nee. Also was man ja sagen kann, man kann theoretisch die Kiste, auch wenn sie Stacheln wirft. Oh, kann man das jetzt schieben? Nee. Man kann sie ja umwandeln. Das heißt, den Standort auch bestimmen. Jetzt hätte man die Kiste hier. Oh, das räumt aber jetzt richtig ab hier. Das nenne ich mal Effekt. Mann, Mann, Mann. Okay, da müssen wir aufpassen. Aber da weiß ich jetzt ungefähr, wie es funktioniert. So, hoch. Komm her. Sehr gut. Jetzt. Oh, warten. Sie hier ist. Dann hier. Warten. Jetzt sind wir aber hier drüben und ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, hier rüber zu fliegen. Oder? Doch. Hätte ich auch nicht gedacht. Okay, das ging sogar noch. Obwohl, die können wir uns ja nochmal holen. Super, jetzt haben wir einen Schlüssel für unten, für die Kiste. Scheiße. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Schlüssel brauchen wir denn. Gehen wir nochmal nach oben.
wir müssen uns wieder wandeln. Ja. Und das finde ich hier gerade so ein bisschen schwierig. Wir müssen irgendwie in dem richtigen Winkel von dem einen abspringen. Damit wir an den anderen rankommen. Ja, jetzt haben wir es. Sehr gut. Hab ich auch nicht mit gerechnet. Na komm. Oh nein, ey. Scheitern wir daran, ey. Ich glaube, es hackt. Ist doch nicht. Das hatten wir so gut im Griff. Weil das zu treffen im richtigen Winkel ist gar nicht so einfach. Okay, man muss ein bisschen Ruhe bewahren. Wieder falsch. So viel Versuch hat man da nicht. So. Und jetzt müssen wir uns wieder umwandeln. Jawohl. Ah, jetzt haben wir's. Oh nein, ey. Könnte kotzen, echt. Das kann doch nicht sein, ey. Das ist doch ein Witz. Ich finde diese Stelle, genau die hier, war also viel schlimmer. Das Gute ist, dass die nicht gleich losfahren, sondern dass man das ein bisschen einschätzen kann. Komm, 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 komm. Na?